Nach meinem Studium habe ich einen deutschsprachigen Job in London angenommen. Meine Aufgabe war es, also primär Investoren mit Industrieexperten zu verbinden. Also meine Kunden waren Investoren und sie wollten sich mit einem Markt besser auskennen und daher wollten sie mit Industrieexperten sprechen. Also ich musste die Industrieexperten finden und dann mit denen kleine Interviews auf Deutsch führen. Und das hat ganz viel Spaß gemacht, weil ich viel über neue Märkte gelernt habe und auch die ganze Zeit Deutsch gesprochen habe. Nach diesem Job bin ich zu Bloomberg in London gegangen, wo ich, ja, also wo meine Deutschsprachkenntnisse ebenfalls gefragt waren. Ja, ich habe dann in der Vertragsabteilung gearbeitet und ich war ständig am Telefon oder in Meetings mit deutschsprachigen Kunden. Und ja, das hat ganz viel Spaß gemacht, jeden Tag auf dem Arbeitsplatz Deutsch sprechen zu können. Ja, meine Deutschkenntnisse waren immer sehr geschätzt.